Hier kommt eine Story, die wir alle kennen. Und trotzdem kann man sie gar nicht oft genug hören. So toll ist die Geschichte von Aschenputtel und ihrem Weg durch dick und dünn bis zum Sieg über alles Hässliche und Böse. Weil diese Geschichte so packend und lehrreich zugleich ist, gibt es sie nicht nur bei uns, sondern überall auf der ganzen Welt, so auch im fernen Amerika. Dort heißt Aschenputtel übrigens Cinderella. Und wer kommt noch in unserer Geschichte vor? Anastasia und Drisella. Das sind die beiden Stiefschwestern, zwei böse Mädchen, die sich einen Spaß daraus machen, Cinderella weh zu tun. Angestiftet dazu werden sie von ihrer Mutter, die sich nicht damit abfinden kann, dass Aschenputtel hübscher als ihre eigenen Töchter ist. In dieses alte Schloss hat der große Filmerzähler Walt Disney die Handlung unserer Geschichte verlegt und lässt uns in den nächsten anderthalb Stunden erleben, wie es Cinderella geschafft hat, ein glückliches Mädchen zu werden. Oh, sagte ich schon wieder Cinderella? Ach ja, natürlich. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass Aschenputtel im Englischen Cinderella heißt.